Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal zu einer neuen Sendung aus der Rubrik Du hast entschieden. Ja, ihr habt so gewollt und ich präsentiere euch heute den Agrarsimulator 2012. Auch wieder einen grafischen Leckerbissen, der euch hier richtig abholt, möchte ich einfach mal sagen. Also wenn ihr hier nicht mitgerissen werdet, ich weiß es auch nicht. Und ja, wir beginnen mit diesem wunderbaren Bildschirm hier. Wir sehen hier so ein bisschen Bretterwand, ein bisschen Gras, das sich bewegt. Und dann sehen wir hier unser gut Seeblick, nehme ich mal an, dass das der hier sein soll. Wir können hier auch noch den Schwarzwaldhof kaufen, der auch direkt an die Schwarzwaldklinik angrenzt. Nein, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Bisschen viel Blabla auf jeden Fall. Aber wir können auf jeden Fall schon mal hergehen und vielleicht das ein oder andere mal uns hier angucken. Ich habe keine Ahnung, wofür das hier alles gut ist. Wir haben hier zwei Felder, A15 und A17 mit 1,7 Hektar und einem Hektar. Ja, wie komme ich jetzt wieder zurück hier? Ah. Abteile Belegung. Okay. Okay. Ja, viel Statistik hier auf jeden Fall. Abteile Tank. Mhm. Traktoren haben wir keine. Kriege ich neue? 0 von 2. Scheinbar nicht, oder nicht die größte Garage zu haben, sage ich jetzt mal. Das heißt also, wir haben hier zwei Traktoren, die wir kaufen können. Dann machen wir das mal. Wir haben hier 700.000. Wir fangen einfach mal hier mit so einem MF an. Und dann kaufen wir noch einen davon, würde ich sagen. Komm, lass uns einfach zwei machen, ist egal. Oder hier so ein... Der hat 102 PS, der hat 117 PS. Nehmen wir den mal. Egal, wir haben es ja. Erweiterung. Wahrscheinlich über denselben Weg hier. Ah, hey, Ja, dann machen wir mal so einen Flug hier. Und einen Grubber hinterher. Wo ist hier der Unterschied? Ah ja, okay. Ja, schön. Es wird auch hier nichts angezeigt oder so, wenn ich jetzt mal hier irgendwelche Informationen haben möchte. Zu den Gerätschaften. Vielleicht ist es eine andere Arbeitsbreite oder was weiß ich. Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, das ist hier eigentlich irrelevant. Nehmen wir mal hier so ein Standardgrober hier, oder? Ne, komm. Gönnen wir uns den. Das passt. Haben wir noch irgendwas, was wir kaufen können? Wir haben jetzt zwei kleine Gerätschaften und wir könnten jetzt noch zwei große dazu kaufen. Ich glaube, wir holen uns noch so ein Frontgewicht, ne? Hey. Frontgewicht. Frontgewicht, hier. Jo. Frontgewicht. Dann machen wir das mal zu. Und einen Angestellten. Franz Docker, der Tüftler und Denker unter den Farmern. Liebt Yoga. Alles klar. Bester Mann hier. Jo. Was kann der? Untätig ist er. Führerschein hat er, das ist schon mal gut. Ernteschein, Fahrererfahrung, okay. Ach so. Möchtest du aufrüsten? Ja, machen wir mal. Ah, jetzt hat er einen Führerschein, hat er schon mal. Das ist schon mal gut hier. Ein bisschen Erfahrung kriegt er auch. Und Ernteschein, der soll uns ja nachher unterstützen. Dann machen wir das auch nochmal. Nimmst du den? Nimmst du das? Nimmst du den? Dann fangen wir auf dem Kleinen mal an und dann fahren wir los hier. Alter Schwede. So, der Franz fährt, das haben wir schon mal hingekriegt. Da hinten düst er los. Wo finde ich denn jetzt meine Autos? Den kennen wir. Ah ja. Das ist also unser Auto hier. Dann fahren wir mal da hinterher.
Habe ich nicht zwei Gewichte gekauft? Hallo? Scheinbar habe ich nur ein Gewicht gekauft. Das war auch wieder sehr clever von mir. Eieieiei. Also hier würde ich mir wünschen, wenn es ein Tutorial gegeben hätte, wo man so ein paar Sachen hier mal hinten ankuppeln. Ja, wo man halt so ein paar Sachen dann ja beigebracht bekommt, wie auch immer, keine Ahnung. Wo ist denn jetzt der Franz? Wo ist denn der Franz? Hat einer den Franz gesehen? Wahrscheinlich nicht. Ja. Da hinten fährt er. Ich sehe eine ganz verschwommen da hinten irgendwo im Dunst. Fahren wir da einfach mal hinterher. Bin ich ja mal gespannt, wo er uns jetzt hinführt hier. Nicht so schnell, Franz. Warte auf uns. Oh, 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 er macht was. Er macht was. Er macht was. Und er legt los. Ihr könnt mit der rechten Maustaste, wenn er die gedrückt haltet, dann hier die Kamera bewegen. Das ist schon mal viel wert. Hör mal, mein Freund. Ich meine, wir müssen ja auch erst miteinander warm werden und so weiter. Das verstehe ich ja alles, aber hast du nicht irgendwie ein bisschen was vergessen vielleicht? Hier so die Ecke. Wie steige ich denn hier aus? Ah, was habe ich jetzt gedrückt? Y, okay. Alter Schwede, zieht euch das mal rein hier. Hast du überhaupt keinen Augenkrebs hiervon? Finde ich gut. Was macht er denn jetzt? Ach, du ahnst es nicht. Du fährst jetzt hier an die... Nein, fährst du nicht? Was macht der denn? Guck mal, das Feld hört da auf. Hä? Guck mal, Franz, dann müssen wir uns aber nochmal unterhalten hier. Also so geht's ja nicht. Ich höre Hühner. Ist hier freilaufende Hühner oder was? Was haben wir denn hier noch alles für Möglichkeiten? Jetzt muss ich erstmal gucken hier. Hasen gibt's hier. Warum nimmt man da ein Hasensymbol? Das frage ich mich doch. Was ist hier? Ach, guck mal. Okay, Saatgut kaufen. Jetzt musst du das auch noch alles lesen hier. Machen wir mal Saatgut kaufen. Im Verwaltungsmenü können Sie Getreide kaufen, indem Sie auf das Symbol klicken. Dann auf den Einkaufswagen. Weizen und Gerste können wir kaufen. Okay. Nehmen wir doch mal Weizen. So. Ich habe keine Ahnung. Kauf halt mal alles. Ja, 170 Kubik ist egal. Machen wir mal. Jetzt brauchen wir nur noch eine Sämaschine, ne? Ja, wir brauchen noch hier ab
Teilebelegung, nein, das war es nicht. Erweiterung, genau. Wir brauchen eine Sämaschine. Lola Sehm. Genau. Nehmen wir dich. Ja, will ich kaufen. Tja. Würde ich sagen, holen wir die doch mal, ne? Ich glaube, grubbern müssen wir hier nicht. Saatbettvorbereitung ist was für Anfänger. Wie steige ich jetzt hier ein? Mit X, Y, V. Nein. Nehme ich Tabulator, ist auch egal. Flitzen wir mal wieder schnell zum Hof zurück und holen mal hier die Sämaschine. Und dann legen wir hier mal los. Dass wir hier mal ein bisschen was in den Boden gedrückt bekommen. Ich sehe jetzt auch nicht ein, warum ich über ein Feld, über einen Weg fahren sollte. Bei dieser affenartigen Geschwindigkeit, liebe Freunde, ist das Ganze hier, ja, weiß ich nicht. Also ich fühle mich hier richtig gut informiert, abgeholt, instruiert. Nicht. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Auf jeden Fall ist das hier echt für einen Einstieg. Oha, guck mal hier. Also für einen Einstieg ist das hier definitiv nichts. Wenn man jetzt nicht irgendwie Vorkenntnisse aus anderen Simulatoren hinten runter und hinten abgucken. Also wenn man jetzt hier irgendwie nicht noch schon Vorkenntnisse hätte oder sonst irgendwas, dann wäre man definitiv überfordert. Mit dieser ganzen Leserei und so weiter, da könnte man das Ganze auch ein bisschen geschickter machen und ja, einfach so kleine Tutorials machen oder so. So, nachfüllen. Mit Weizen möchte ich das ganz gerne. Haben wir hier Weizen drin? Ja. Und dann fahren wir mal. Na, das läuft ja hier. Diese affenartigen Geschwindigkeiten, liebe Freunde. Da kommst du nicht mit hier. Der Pflug lässt sich nicht wenden, das ist auch schon mal wieder ganz toll. So, richten wir uns mal aus. Und dann fangen wir hier an zu säen. Ja, ein bisschen gerade fahren sollten wir schon. Also ich sehe jetzt hier nicht unbedingt irgendwie einen Unterschied vorher, nachher bei der Bodentextur, ne? Also das ist mir hier zu aufregend, Leute. Bin ich jetzt noch am Säen? Da bin ich zu schnell wahrscheinlich, wenn das Symbol da unten kommt oder was? Ich weiß es nicht. Also irgendwas verbraucht sich ja hier. Ich hab da irgendwie
23% Schaden? Was? Ja, aber irgendwas tut sich ja hier doch, ne? Man weiß es halt nicht so genau. Boah, ist das aufregend. Der Franz und ich hier auf dem Feld, ey. Hammer. So, jetzt habe ich hier irgendwie ein bisschen was gesät. Ich habe aber keine Ahnung, ob das so richtig ist. Steigen wir wieder aus hier. So. Wir sollten ihn mal hier fertig werden lassen. Ach, jetzt fährt er nicht weiter. Okay. Dreckig werden die Maschinen, ja, das ist ja schon mal viel wert. Eieieiei. So, wir sind uns aber einig, dass ich hier lang gefahren bin und irgendwas gesät habe. Wieso zeigt er mir denn hier nichts an? Hätte ich erst düngen müssen? Das ist die Frage. Ja, wie kriegen wir das jetzt raus? Warte mal, ich muss mal eben gucken, ob wir hier nochmal 1 drücken. Saatgut kaufen, Felder kaufen, Tiere kaufen, Viehzucht füttern, pflegen, düngen, Ackerbau. Pflügen, düngen, kultivieren, alles klar. Säen und spritzen, sind wir doch richtig vorgegangen. Wir haben jetzt gepflügt. Boah. Ja, keine Ahnung. Also, irgendwie. Sensationell hier. Ich glaube, das wird zu aufregend hier. Viel zu aufregend. Also viel, viel, viel zu aufregend. Guck mal hier. Wir haben doch hier was in den Boden gedrückt. Und ja, es ist halt auch texturmäßig ein Unterschied zu erkennen. Aber wieso reagierst du denn nicht? Muss ich hier mal langfahren? Und warum macht er nur hier in der Mitte und den Rest hier nicht? Will der Franz uns ärgern? Wir wissen es nicht. Und wir werden es heute definitiv nicht mehr erfahren, weil ich denke, ich brauche erstmal ein Päuschen von dieser ganzen Aufregung hier. Diese überaus krassen Eindrücke hier von dem Spiel. Und ja, ich würde sagen, Freunde, dann belassen wir es heute auch dabei. Ich gucke dem Franz hier noch ein bisschen zu, wie er am Flügen ist. Ah, eins könnte ich mal ausprobieren. Was passiert denn, wenn ich hier jetzt einfach mal sage, ich springe 3 Stunden weiter? Ist Franz dann auch 3 Stunden weiter? Nein, ist er nicht. Okay, 3 Stunden verschenkt. Macht nichts.
Jetzt hier irgendwie was zu sehen? Immer noch nicht. Nein! Nein, nein, nein. Das Spiel mag uns nicht oder mag nicht, dass ich hier gesät habe oder wie auch immer. Freunde, das war's für heute. Ich denke mal, wir werden auf jeden Fall das Ganze noch so weit hier auf die Spitze treiben, bis wir das erste, ja, gesät haben und vielleicht auch geerntet haben. Solange müsst ihr euch das jetzt hier mit mir antun. Aber dazu gibt's dann mehr in der nächsten Woche. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Macht es gut. Bis dahin. Ciao, ciao.